Tag, mein Mann. Na, was habt ihr denn hier alles eingepackelt? Ah, der Opa hat mich doch nicht einpacken lassen. Schau mal her, wie er alles reingeschmissen hat, wie Kraut und Rum. Probieren wir es einmal. Ja. Nein, na, da geht gar kein Weg. Pass auf, ich hilf dir ein bisschen. Na, weißt du was, Mama? Was? Da musst du drauf sitzen. Auf dem Koffer? Ja, auf mich nicht. Also komm, steig auf. Hängst du mir? Ja. Oh, ruck. Jetzt pass auf. Jetzt warte, du hast die Pullover nicht schlicht. Ja, ist gell? Schon recht, ja. Sagst du mir's dann, ja, gell? Ja, ich hab das dann. Jetzt pass auf. Ich krieg den Pullover nicht rein. Jetzt nicht. Jetzt sitzt du mal drauf. Was Finger heraus? Nein, noch nicht ganz. Jetzt sitzt du mal drauf. Hey, da springt's gleich die Scharnier aus. Ja. Nicht so gar, nicht so gar, nicht so gar. Ein bisschen weiter auf. So, jetzt pass auf. Ich sag's ja. Uiuiui. So, und jetzt? Jetzt darfst du mir ein bisschen auf die Herbe, ein bisschen bloß. Bisschen. Jetzt ablassen, ablassen. Geh, ich bin doch kein Flaschen zurück. Jetzt oh. Ja, du glaubst es zu. Jawohl. Zu. So, und jetzt steh auf. Jetzt helft mir runter. Ach, du liebes bisschen. Was ist denn? Der Rog ist im Koffer eingezwickt. Um Gottes Himmels willen. Darf ich noch mal aufmachen? Nein, nein. Aufmachen darf man nicht mehr. Kommt gar nicht in Frage. Lieber wird der Rog kaputt. Zieh hoch, zieh hoch. Ich sag's ja. Haben wir schon geschafft, jetzt rüber. Oh, jetzt ist das morgen dann. Na, schau, und der ist doch wieder aufgegangen. Ach, wo ist denn so ein Klumpen? Da haben wir. Da ist der schwarz. So, da muss ich spielen, ja. Der Bleiplatten drin, oder was? Das haben wir wieder geschafft. Grüß dich. Wahrscheinlich doch mitfliegen müssen, gell? Vater, der Flieger ist voll. Ich nehm's ja als Frachtgut mit. Mach doch keine blöden Witze, lieber Staat. Nein. Weißt du, normalerweise müsste man die mit Gewalt daheim festhalten. Ach, da bin ich neugierig, wer das fertig bringt. Ich fliege. Ja. Opa, Opa, das ist wieder typisch. Am letzten Tag von so einer Reise musst du nur mit dem Motorrad fahren. Ja. Sei bloß, Staat, ich kann das Wort Motorrad überhaupt nicht mehr hören. Ich bin ja mit dem Motorrad gar nicht gefahren. Die Maschine ist mir im Hof auf den Füßen aufgefallen. Ne? Weißt du, was der Doktor gesagt hat? Strengste Ruhe mit so einem Bänder ist nicht zum Spaßen. Das schaffe ich auch. Blind geht's hin. Das geht doch ganz gut, oder? Außerdem gehe ich nicht zu noch keiner da. Ich fliege, oder? Peter. Ja. Hast jetzt alles? Ich hab alles. Geld? Geld, ja. Medikamente? Sind im Koffer. Flugticket? Flugticket hab ich. Reisepass? Hab ich auch. Peter, pass auf, ja, auf die. Bitte schön. Ja, und schreib gleich. Oder ja. Nein, noch besser. Ruf hoch! Ja? Gib mir deine Telefonnummer. Okay, sieh doch, pass auf, schon daher. Und zieh zwei mit deinen Pelzmützen auf, gell, wenn du aus dem Haus gehst. Was? Ja. Der Opa fliegt doch nach Kanada und nicht nach Alaska. Der Opa? Ja, gut schaust aus. Gell? Dein Hut, der Janker, ja. Vor allen Dingen dein Gipsfuß, hm? Ungemein attraktiv, ehrlich. Du möchtest mal Apfelschwarzen einfangen, gell? Also, na, also für dich, komm jetzt. So. Bleib sie bravo. Gell? Also nachher für die Goldrichter. So, servus. Fertig, so, 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 Sag mal, was ist denn los? Ist jemand gestorben, ha? Wir sind in Trauer. Hm? Um die beiden Stangels. Und übrig auf der Steinshaut. Wenn die Gondel in Trauer tragen. Ja. Meinst du die zwei Fregatten? Also, ich meine, wenn ich sagen am letzten Tag, dass du spinnst, aber am Vogel habt ihr ja schon, gell? Moment, ich bin ja noch gar nicht fertig. Nee. Lieber Opa, lass dir sagen, dein Abschied liegt uns schwer im Magen. Drum sag ich dir jetzt ein Gedicht. Scheiße, mehr weiß ich nicht. Mein heißgeliebter Bruder, was ist? Lass dich noch einmal umarmen. Moment, Moment, muss das sein, ha? Ja, nein, das muss sein.
wenn schon mal so ein dramatischer Abschied in unserer Familie ist, dann möchte ich auch was haben davon. Ja. Ja. Stefan, hilf mir, Stefan, jetzt schon. Tante Leni, das war jetzt sehr schön und ergreifend. Ja, aber jetzt müssen wir sagen. Und wir greifen auch, gell? Schau, jetzt haben schon die Koffer im Auto. Mein Gott, jetzt ersteigen sie ihn. Ach, mein, wie hart, dass er sie tut beim Einsteigen mit seinem unkommoden Gipsfuß. Du doch selber schuld. Was muss denn der Alte noch Motorradl fahren? Außerdem, gell, mich hat der Feind nicht ein einziges Mal mitgenommen. Ja, mich auch nicht. Leb wohl, du mein einzig geliebter Bruder. So, jetzt glaubt's mal, jetzt sind sie nämlich schon ums Eck rum, gell? Ja. Sagt mal, was ist euch denn da eingefallen, ganz in Schwarz? He? Ist das nicht ein bisschen ein Schmarrn gewesen, hä? Wir haben eben ein Gespür für Pietät in schweren Stunden. Ja. Und außerdem, gell, ich habe ja Monate, Wochen, tagelang an diesem langen, schweren Gedicht hingedichtet. Und nichts ist erkannt. Ein wunderschönes Gedicht hast du gemacht. Gell. Ja, aber jetzt ziehst du den Schurz an und gehst wieder an die Arbeit, gell? Ja, also ich gehe jetzt auch auf mein Zimmer. Also der Abschied hat mich schon schwer hergenommen. Oh Gott, das will ihm der Schaf mit sein, das friert du noch ab. Halt, halt, halt! Jetzt ist er fort. Jetzt hat er mich einfach allein lassen. Naja, aber nach jedem Abschied kommt ein Wiedersehen. Jetzt das nach die Videokassetten. Da hat er doch gesagt, das ist eine ganz große Überraschung. So, die schauen mir jetzt gleich noch um. So, einschalten. Wunderbar, jetzt brauche ich noch gleich einen Stuhl. Ha, jetzt. Ha. Hallo, mein Baby. Mein Opa, da. Stopp. Was soll da machen? Schnell, da Opa, ist da der Opa. Nee, die Frieda, komm, geht's alle schnell. Opa, schnell. Oh, schnell. Weißt du, Baby, ich weiß es. Und dass ich euch was sagen möchte, und was sage ich denn jetzt gleich? Also, Freude, ich sag was, Baby, dass ich manchmal recht der Biffi war und dass du, du Baby, recht leid tust, oft, weil du so viel mitmachen musst mit mir. Ja, ich tat ja schon noch viel mehr sagen, gell? Aber das sage ich dir, wenn ich wieder heimkomme. Ja, weil jetzt horchen ich mir alle zu, besonders meine Schwester. Die alte Wursthaut mit Nasenlöchern. Ja, also, jetzt sag ich gar nichts mehr. Halt, das eine sag ich noch. Ich flieg jetzt nach Kanada. Also, fährt euch gut miteinander. Ich bin ja richtig sauer. Also, heute hat der Stefan auch bei Wörtl am Nürichten können. Und also, ich bin sprachlos vor Glück. Mein Bruder, was für ein großartiger Mensch. Schaut, dass er ein Depp ist. Einen wunderschönen guten Tag, liebes Fräulein Katja. Wie fühlt man sich an so einem strahlend angebrochenen Morgen? Davon abgesehen, dass es schon Mittag ist, fühle ich mich ausgezeichnet. Sie sehen mich beglückt. Herr Stange Senior hat nun wohl seine große Reise schon angetreten. Ja. Und wenn ich bitte zwei von diesen äußerst delikaten Wienerl haben könnte, bitte. Natürlich können Sie haben. Dafür bin ich ja da, dass ich was verkaufe, gell? Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch einen lang gehegten Wunsch äußern, liebes Fräulein Katja. Ach, und der wäre? Wenn es im Bereich Ihrer Möglichkeiten läge und Ihnen eventuell ein klitzekleines bisschen an meiner Person läge und die Brücke über das Flüsschen nicht allzu sehr abwegs Ihres Heimwegs läge, so würde ich doch sagen, dass Sie... Der Herr Lehrer vollkommen daneben läge! Aber Gerti... Ist doch wahr, so redet doch kein normaler Mensch, oder? Lieber Herr Lehrer Holdendold, ich meine, wie ich Ihren Ausführungen noch entnommen habe, gell, haben Sie heute Abend nichts Besonderes vor? Ja, na, kannten Sie mich
zu einem Gläschen irgendwas einladen. Ha? Sie? Ja? Ja, aber ich wollte doch mit dir irgendetwas scheinlich hier immer falsch zu machen. Herr Lehrer, Ihre Wiener. Hat er schon Zeugen? Na, früh sich selber. Na, was sagst du jetzt, hä? Wie geistesgegenwärtig habe ich dich von ihm erlöst, hä? Ah, ja. Grüße Gott, meine Damen. Der war aber lang in der Sonne. Was darfst du sein, Bütchen? Ja, ich müsste gern die weiße Würste abholen, die ich bestelle. Selbstverständlich die Weißwürst, ja. Ausgerechnet er holt Weißwürst. Beim nächsten Mal bestelle ich schwarzen Presssack. Oh. Bitte schön, Ihre Weißwürst. Dankeschön. Wiedersehen, die Damen. Wiederschauen. Wiederschauen. Ah. Aber die Ehre, Herr Postkopf, Mannschaft, machen wir eine Brusttagentur, ist doch. Unmöglich. Wieso? Ich wollte euch nur warnen. Hm? Eine Infusion Weiber ist unterwegs, direkt da auf dem Laden zu. Da hörst nichts, als wäre. Ich stehe hinter dir. Herr Feichelmoser, haben Sie sonst noch irgendwas? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nur, was mir sehr angenehm aufgefallen ist, dass Sie mich schon lange nicht mehr gefragt haben, ob ich für Sie was in meiner Posttasche habe. Warum haben Sie was für mich? Nein. Dann schleichen Sie ja wieder Sie ausgeschämt, Mannsbild, Sie ausgeschämt. Habe ich die Ehre, die Damen. Sind Sie zu zweit und nicht einmal ein Radl Wurst kriegst, Saftladen. Saftladen. Wenn du mit den Mannsbildern umspringst, das soll der erste Mal nicht nachmachen. Ja, das ist alles nur Selbstschutz. Ringst du dich nämlich durch, gell, zu einem lebenslangen Frondienst bei so einem Mannsbild, ja, dann wärst du gleich zur Märtyrerin. Entschließt du dich aber schweren Herzens zur Jungfräulichkeit, dann wärst du so alte Beißzange, wie unsere Tante Leni ist. Nein, das ist vielleicht eine Lebensphilosophie. Ich hab mir ja direkt noch was lernen von dir. So ist es. Naja, also, wenn du einen guten Rat brauchst, kommst du einfach zu mir, das gell? Ist nett. Denn nicht verzagen, geh die Fragen. So, und jetzt geh ich wieder. Aber eins sag ich dir schon. Dieses verstummte Gemeckere von unserem Opa, das hinterlässt eine gähnende Leere in mir. Die Gerdi, wenn es nicht gab, die müssen wir ja finden. Um Gottes Willen, die Birnenstinge. Ja, aber bis zum nächsten Moment haben wir gemeint. Ja, wirklich. Ich finde es ja einen Skandal. Das sind doch Sie, Frau Blecher, oder vielleicht nicht? No. Lass doch der tatsächlich die Frühmesse ausfallen. Ja, ja, sowas hat es ja noch nie gegeben. Ja. Du Pfarrerskirchin Frieda, die ist vor der Kirchentür gestanden. Ach. Und dann hat es alle wieder heimgeschickt. Ja. Weil es dem Herrn Kaplan nicht gut geht, hat es gesagt. Ja. Von wegen nicht gut. Psoffen war er. Nein. Ja, ja. Das hat ja nicht gut. Das ist doch nicht so. Die Damen. Was darf es ein bisschen sein? Sie sind nicht gescheit, wenn wir uns unterhalten, gell? Fleisch aber morgen, gell? Na, sonst woher wissen Sie das? Freilich, mein Lorenz, da haben wir es doch erzählt, dass der Stück Psoffen war, der Kaplan. Ja. Na, da hat man aber in der Elfemess nichts gemerkt davon. Mei, der hat vielleicht Auftrag, was? Ja, aber da muss ich ihm schon recht geben, dass das eine Schande ist mit unserem Taufbecken. Ja. Dabei geht das Taufbecken normalerweise gar nichts mehr an. Ich brauch's sowieso nicht mehr. Warum soll ich dann was spenden? Ich zahl schon Gebührsteuern. Ja. Was gibt's denn? Vielleicht brauch's ich einmal. Und drum spende ich 100 Mark. Was? Ganze 100 Mark? Mhm. Das ist ja eine Infamie. Wenn das eine kleine Wurstradl-Verkäuferin schon 100 Mark spendet. Was müssen denn mir angesehenen Bürger dann erst hergeben, oder? Ich darf sagen, auf alle Fälle mehr. Das macht uns die mit Fleisch. Stimmt. Außerdem ist es unser alten Vater seine Sache. Das geht dem jungen Aushilfskaplan überhaupt nichts an. Ja. Also ich finde, das ist ein ganz feiner, bescheidener, liebenswerter Mensch, der junge Kaplan. Ja, und es ist doch auch schön, dass es in der kurzen Zeit, wo er da ist, so für unsere Gemeinde einsetzt. Also ich habe nicht viel Geld, aber ein 50er gebe ich auch. Ja. So, und jetzt hätte ich gern zwei Weißwürste für den Katja. Endlich, Frau Wagner, so. Zwei Weißwürste. Ganz fix. Bitteschön. Ich hab's schon hergekriegt, gell? Dankeschön. Wiederschauen. Gerne, Frau Wagner. Wiederschauen. Wiederschauen, Frau Wagner.
Sie, Sago, ein Taufbecken braucht sie. 50 Mark. Und Sie müssen ja ganz gut verdienen da beim Stangl, wenn Sie so großzügig sein können, gell? Ja. Mei, Frau Fläschl, haben Sie das schon gehört, was unsere Mannsbilder in der Gemeinderatssitzung wieder für ein Ei ausgerechnet haben? Ja, jetzt ich sag's Ihnen, aber Mannsbilder, wenn man zusammenlässt, da kommt nie ja, was Gescheites ja, dabei das raus. Das sag ich auch. Ja, Fräulein Katja, Sie können da noch nicht mitreden, gell? Drum, mein Rat an Sie, bleiben's ledig. Ja, ja, das ist wirklich am gescheitersten, gell? Wie viel Grenzen von mir? Aber Frau Birnstengel, wenn der Richtige kommt, ist doch eine Familie und eine Ehe das Schönste, was es gibt. 4,20 Mark da die kriegen. Ja, das meint man doch am Anfang. Ja. Immer das wäre der Richtige. Und dann ist er da. Pfeiferdeckel, sag ich bloß. Naja, was ist, Frau Fläschl? Gingen Sie gleich mit mir? Ja, Sie machen so Tasskaffee. Ich meine, dann kommt das jetzt überhaupt nicht mehr zum Leben. Ja, gehen wir gleich. Frau Fläschl? Ja? Kriegen Sie halt nichts? Ja, eigentlich wollte ich gar nichts kaufen, gell, aber weil ich schon mal da bin, geben's mir eine Wiener. Wiener? Ja. Was bin ich denn schuldig? Die kriegen Sie so. So. Ja, dann brauchen Sie es auch nicht einwickeln, gell? Wiederschauen! Wiederschauen! Ja. Gott sei Dank, dass Sie draußen sind. Katja! Jesus Maria, das schreckt mich doch nicht so. Ich warte eh schon eine Viertelstunde da draußen, bis die zwei Ratschen endlich gegangen sind. Na, wie geht's dir denn? Markus, was haben wir zwei ausgemacht? Ja, was der mir denn Unrecht? Ich komm ab und zu rein zu dir, weil ich dich gern sehe und weil ich gern rede mit dir. Was soll jetzt da drauf falsch sein? Ach, Markus, reden wir doch nicht mehr drum rum. Also geht's dir genauso wie mir? Na, Katja, sag mir's halt. Es darf mir wirklich helfen. Ach, was? Das hilft dir nicht und das hilft mir nicht. Drum bitte dich, Markus, bitteschön, lass mich in Frieden. Willst du das wirklich? Du sollst mich nicht immer fragen. Habt ihr zwar irgendwelche Probleme? Na, Frau Stangl, es ist nur... Sie hat bloß gemeint, ich soll sie jetzt nicht dreimal hintereinander fragen, ob die Weißwürste wirklich frisch sind. Und drum ist es ein bisschen lauter geworden. Ja. So, so, ja. Katja? Ja. Wir schreien aber nicht mit unserer Kundschaft, gell? Markus, kommst du ein bisschen mit mir? Ich hab grad Zeit. Zeit? Ja. Zu was? Ah ja, wir müssen uns doch unterhalten, wegen der Verlobung mit der Silvi, meinst du nicht? Wegen der Verlobung ja. Mit der Silvi? Natürlich, verständlich, selbstverständlich, ja. Also, dann komm und schau nicht, wie der Frosch, wenn's hagelt. Was tue ich denn bloß? Das Beste wäre Zeit, kündigt bis zum nächsten Ersten. Ja, hab ich da jetzt recht gesehen? Das war doch der Markus, oder? War der wieder da? Du, das passt mir weg gar nicht, gell? Das sagen Sie es ihm doch bitte schön selber. Ich kann niemandem verbieten, dass er zu mir in den Laden reinkommt. Ja, das wirst du auch in diesem speziellen Fall gar nicht wollen. Aber bei Markus und bei dir wittere ich Komplikationen. Und meine Witterung hat mich noch nie getäuscht. Ich sehe schon, ich muss ganz dringend eine Wallfahrt machen. Grüß Gott. Entschuldigung, aber Sie haben vielleicht nicht zufällig meine Mama gesehen? Entschuldigung, ich bin noch nicht so lange hier. Ich kenne mich noch nicht so aus. Ich weiß gar nicht, wer Ihr Mama ist. Weißt du, ja. Aber wenn Sie Ihr Mama suchen, dann sind Sie bestimmt die Tochter von der Mama, oder? Ja, ich meine, wenn ich schon meine Mama sage, dann... Ah ja, das war jetzt blöd, gell? Mach dir nichts, kann ja mal passieren. Toni, was machst du denn da? Das war jetzt auch blöd, gell? Ich hab's gescheiter, gell, aber wieder, gell? Wiedersehen, Toni. Wiederschauen. Ach, ein tolles Mädel. Mein Gott, die muss mich ja für einen absolut geistigen Tiefflieger halten. So viel Schmarrn habe ich in den letzten 10 Jahren nicht geredet wie in den paar Minuten. Da hast recht. Also, gell, ich bin die Gerdi, die Perle des Hauses. Und ich sag gleich du zu dir, weil du bist ja schließlich und endlich auch nichts Besseres als wie ich. Hallo, das war schon lang fort, ja? Außerdem ist die so gut wie verlobt. Tja, aber ich wäre noch zu haben. Hä? Ja. An deinem Gesicht nach habe ich gesehen, aus uns zwei wird nix. Aber bei deiner
Anwesenheit wittere ich zunehmende Komplikationen. Und meine Witterung hat mich noch nie getäuscht. Das Buch geht nicht mehr echt nach. So, alle zwei gut abgeliefert. Ja, grüßt euch beieinander. Ja, na, seid seinen Opa bis auf Weiteres los, nicht? Ein Hund ist dann, so, gell, ein Hund. Ja. Ich glaub was drum, wenn ich meine alte einmal losbracht. Ich geh noch bis nach Grönland. Ja, Gerti. Ja. Meine Morgensonne. Ja. Bist du jetzt nicht mehr Trauer? Nein. Ach, wenn ich nur deine Morgensonne wäre. Du Traum meiner schlaflosen Nächte. Thomas. Wer weiß, Gerti, wer weiß. Toni, der Bierwagen ist da, helft abladen. Ja, in Ordnung. Und du, Thomas, lass endlich einmal die Gerti in Frieden. Und du, Gerti, du schaust, dass du an der Arbeit kommst. Ich bin noch an der Arbeit, siehst du es nicht, oder? Na, setz. Ja, na, geh halt. Mei, hol mich Fussi. Und du, mein Sohn, du gehst mit mir. Mit dir habe ich nämlich noch allerhand zum Reden, gell? Nur, dass du dich endlich einmal auskennst, ja? Ja, das wird jetzt dann gleich erfahren. Und aus mit dir. Der Toni für Kalbsaugen hinter der Silvi Hydrat hat. Na ja, da stimmt doch irgendwas, ich gib's zu. Also, Herr Kaplan. Ich muss es Das war eine großartige Predigt, die Sie am Sonntag gehalten haben. Direkt revolutionär, meine Hochachtung, Herr Kaplan. Aber die Ehre beieinander, grüß Gott. Grüß euch, servus. Meikaut, bei die Weiberleit. In der Tat, ich wage zu hoffen, dass meine Worte bei der einheimischen Bevölkerung einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Die Unpässlichkeit bei der Frühmesssauberei. Also, das war ja eigentlich heute noch nie da, dass der Pfarrer sein Mess hat nicht lesen können, bloß weil er einen Dampf gehabt hat. Bitte die Herren doch inständig nicht mehr von diesem unglückseligen Vorfall zu sprechen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Sie alle nicht ganz unschuldig waren an meinem Zustand. Ja, also, da muss ich jetzt einem Herrn Kaplan helfen. Er hat wirklich nichts dafür können, gell? Ja, was ist los? Gibt's halt kein Bier, hä? Ja, bring's ja gleich. Werter Herr Bürgermeister, meine Herren, das ist vielleicht nicht der richtige Ort hier, aber ich möchte es doch nicht versäumen, Ihnen die Spendenliste zu unterbreiten. Der was? Gibt nicht auf mit seinem Bauchbecken. Also, da stehen ja schon ein Haufen Leute drauf. Was, 100 Mark? Ja. Und in Anbetracht des positiven Echos und der großen Spendenbereitschaft für das Taufbecken in unserer wunderschönen Kirche und in Anbetracht der Tatsache, dass Sie, lieber Herr Bürgermeister, sicher nicht hinter Ihren Bürgern zurückstehen wollen, habe ich mir erlaubt, das Taufbecken bereits in Auftrag zu geben. Was? Was haben Sie? Ja, nächste Woche wird es in der Kirche stehen. Ja, das ist ja eine glatte Erpressung. Sie sind ja schlimmer wie unser Stangewirt. Aber lieber Herr Bürgermeister, ich weiß doch, was für ein großzügiger Mensch Sie sind. Ich? Ja. Seid das ist der gute Witz, aber andernfalls sehe ich mich leider gezwungen, die für nächste Woche angesetzte Taufe des kleinen Horlacher Seppi kurzfristig abzusagen. Und ich glaube, das werden Sie doch alle nicht wollen. Nach meiner Rechnung fehlen circa noch 800 Mark. Wenn Sie also so gütig wären. Schreiben Sie für mich 500 Mark, nein. Den Rest müsst ihr halt ihr dann aufteilen, gell? Ich werde euch alle in meine Gebete einschließen. Ja, also von mir da schreib's 150 Mark, nein. Nein, schreib's lieber 152 Mark. 150 vom Burm und 2 von mir. Ja, wie es bei Markus und bei der Silvia mal so weit ist, nicht? Da soll der gleich der Kleine wissen, dass der Opa am Taufbecken auch mitzahlt hat, gell? Herr Kaplan, Sie sind zwar jung und kein Dosiger. Wie meinen? Nein, ich meine kein Hiesiger, kein Eingeborener. Verstehen Sie? Ja. Aber trotzdem, meine Hochachtung. Auf das trinken wir. Prost miteinander. Führe mich nicht in Versuchung. Ja, wo bleibt denn das Bier? Wenn der Alte nicht da ist, geht halt nichts mehr. Zwei halbe und ein kleines. Wer bist denn du? Die kenne ich auch noch gar nicht. Ich bin der Anton, der Aushilfskellner. Ja, dass du nicht der Nikolaus bist, aber mir fast den. Was für ein Quallstep hat denn da das Tragel mitten in den Ofen eingestellt? Was bin ich, ein Quallstep? Also ich räum's ja gleich weg. Zwischendurch muss ich ja auch noch bedienen. Oh, Herrschaft, zeig mir, der Quallstep hat denn das Tragel da mitten in den Ofen eingestellt, glaubst du das? Ich habe ja schon gesagt, dass er ein Depp ist. Also bitte. Unser schönes Rümpfig von der Vermittlung hergeschickt. Sie sollten mit dem jungen Mann nicht so hart verfahren. Sagen Sie mal.
Schlafen Sie oder träumen Sie? Beides. Na, ich bin natürlich voll da. Ja, dann jetzt. Marsch, hopp, hopp. Ich hab ja schließlich nur zwei Hände. Also bei dieser Weiberwirtschaft werd ich nicht alt. Herr Kaplan, also, Sie haben ja eine wunderbare Predigt gehalten. Ich habe noch nie so eine schöne Predigt gehört. Die ist mir durch Mark und Bein gegangen, ja. Ich danke dir, meine liebe Tochter. Oh, Sie sind so ein gütiger Mensch. Ja, der alle Tricks auf der Pfanne hat, wie man aus einer armen Gemeinde ein Taufbecken rausschütten kann. Ja, mich wird's nicht umbringen. Am allermeisten freut mich ja bloß, dass ich jetzt ein paar Wochen an Stangl wird sein Gewaltschädel nicht mehr anschauen brauche. Diesen Wunsch kann ich dir leider nicht erfüllen.